Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Ich bin ein raffiniert. Super durchtrainierter Tempolümmel. Das bist du auch, Oma. Willkommen zurück zu... Die Simpsons Run. Ich wollte mir eigentlich angewöhnen zu sagen, da sind wir wieder. Werde ich auch schaffen. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Und die Vibrationen kribbeln uns in den Füßen. Also müssen wir jetzt mal zum... zum Einkaufen fahren, zu dem hier Laden. Und da ist Marge und ihr Auto. Angekommen bin, dann nehme ich aber einen. Ah, endlich die Beine ausstrecken und den Schritt entklemmen. Mr. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst mit seinem Blupson und Piepson. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie du meinst. Oh nein, ein neues gewalttätiges Videospiel. Oh nee. Der Bonnestorm-Sturm. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ramm den Lieferwagen und sammle die Bonestorm-Spiele ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Die kennt man auch aus einer bestimmten Folge, weiß ich aber gerade nicht auswendig. Und ich liebe den Wagen. Fahr ich euch platt. Ja, ich liebe ihn wirklich. Achso. Wir haben jetzt eine Mission, wo wir das Auto hier rammen müssen. Fisch meinen Staub. Ich brauche den Geschwindigkeitsrausch. Und dann verliert er diese Kisten und wir können sie einsammeln. Da. Oh, wir stellen uns gerade richtig gut an. Aber jetzt lässt er keinen Fallen, okay. Weil irgendwas stimmte bei dem Wagen nicht. Manchmal reagiert er nicht, wenn man ihn rammt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir noch ziemlich weit am Anfang sind. Normalerweise hat Marge ja so ein oranges ähnliches wie Homer. Dieses Auto kommt von einer bestimmten Episode, wo Marge, glaube ich, ein neues Auto bekommen hat. Allerdings, hier drin ist der Opa vom Altenheim. Allerdings, ja. Nichts hält ewig. Was ich sagen wollte... Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Der Wagen wäre sonst zu langweilig, würde ich sagen. Das Fahren ist meine Lieblingsbeschäftigung. Würde ich sagen, ja. Und der hier, der Canyonero, ist recht nice. Hat ein schönes Handling, ist verdammt schnell sogar. Das ist nicht so gut. Vorsicht. Ja, und ich mag ihn total. Ich bin sehr enttäuscht. Und ist auch stark, muss man dazu sagen. Was ich dazu jetzt sagen wollte, habe ich vergessen. Hat Marge eigentlich in den neuen Folgen ihr Auto noch, also ihr anderes? Zeit, Vorsicht, ich weiß es nicht. Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Das war zu einfach. Yep, das war's wirklich. Was ich, ja, bei Videospielen lernt man wirklich, das stimmt. Unsere Wagen sind alle beschädigt, aber ich nehme mal die Standardfamilienkutsche. Schläft. Weil die Wagen im ersten Kapitel, die mag ich nicht so. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Du hast Angst, okay. Halten wir das fest. Sie hat Angst und sie hat die Orientierung verloren. Okay. Sei vorsichtig. Ich fahre wie ein Henker. Moment, wie ein Henker? Wie kann man wie ein Henker fahren? Warte, was? Vorsicht, mein Lieber. Ich kenne das Wort Henker, aber ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Zusammenhang steht, wie Homer es meinte. Naja. Wir müssen auf jeden Fall zum Atomkraftwerk, da... Achso, wir müssen unserem Boss nachspionieren. Genau. Ist das schon die letzte Mission? Ja, das ist die letzte Mission. Sonst haben wir alles. 15, ja. Ja, wir haben alles. Dann machen wir die letzte Mission. Die wird auch recht interessant und ein bisschen lang, aber geht. Sie ist nicht die schwierigste Mission von allen. Das wollte ich damit sagen. Oh, Karl! Ich dachte, wir müssen mit Lenny reden. Karl, sag uns, wo ist unser Boss? Hey Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer.
Gefahr! Mr. Burns! Mini-Kameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenbolde! Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen. Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss. Oh nein! The Fat and the Furious. Sei schneller als Smithers beim Anwesen von Mr. Burns. Super! Wir müssen schneller sein! Jetzt müssen wir durch die ganze Karte fahren. Wenn wir übrigens andersrum fahren, dann geht glaube ich die Mission als gescheitert. Nein, jetzt hat er uns ausgetrickst. Aber wir werden es schaffen. Es wird nicht die... Besonders durch... Oh Gott. Nein, den Sprung schaffen wir nicht. Nein. Ich werde in diesem Spiel auf jeden Fall noch failen. Beziehungsweise ich werde irgendeine Mission nicht auf Anhieb schaffen. Weil die Missionen werden auch schwerer. Aber hier im ersten Kapitel zu failen ist schon echt machbar, aber nicht für mich. Das wäre schon recht peinlich. Ab dem dritten Kapitel ist es auf jeden Fall möglich. Zweites Kapitel wird zwar auch schon schwerer und man merkt das auch, aber nicht so. So, anstatt geradeaus zu fahren, nehmen wir jetzt mal die Feuerwehrabkürzung. Die habe ich nämlich. Oh, das ist doch Geld. Nein, egal, ich werde das da lassen müssen. Wir liegen ganz gut in Führung. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Mr. Burns kann uns mal. Oh shit, Mann. Ich will doch nicht gegen alles gegenfahren. Oh, das war ein schöner Speed. Du meinst, ich brauche noch mehr? Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr, denn... Ich bin ein super... Oh shit, ist sowas ein Pokémon. Nein! Oh Gott, wir sind rübergekommen. Ich faile gerade, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Yay! Mr. Burns! Sie verfluchte Alter! Zu Fuß? Sack! So war das aber nicht ausgemacht. Ach übrigens, solche Klingeln zählen nicht als Gags, aber ich aktiviere sie trotzdem mal. Meine Sicherheitsberater haben mir empfohlen, im Haus zu bleiben. Ja. Mr. Burns! Sie, Montgomery Burns! Es ist alles nur Ihre Schuld! Ich klage Sie an! Sir. Bitte, ich geb's zu. Ich hab Amelia Earharts Flugzeug abschießen lassen. Dieses Vibesbild wurde zu dick für ihre Reithose. Nein, sie spionieren Springfield aus mit ihren schwarzen Vans und ihren Überwachungskameras. Schwarze Wagen? Stehen die nicht irgendwie in Verbindung mit so einem Pizzaladen? Was? Nur Pizzalieferwagen? Ich bin ein fünftklassiger Idiot. Smithers, lassen Sie die Hunde los. Wenn dieser Einfallspinsel ein Angestellter des Kraftwerks ist, entlassen Sie ihn sofort. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Ja, die schwarzen Vans haben angeblich nichts damit zu tun. Aber trotzdem, die Wespenkameras sind noch ganz komisch. Storymission 7 von 7, alles zu 100%. Level von der 100%. Über die Mission, aber kannst du zu diesem Level zurückkehren. Ja, werde ich aber wahrscheinlich nicht tun. Ja, das Spiel soll gespeichert werden. Das ist mein Spielstand, den ich ausgewählt habe. Der wird überschrieben. Und wir machen mal weiter. Ich hoffe, der lädt nicht zu schnell. Denn ich möchte das vorlesen, die Zeitung. Einfache Angestellte belästigt Millionär. Hunde losgelassen. Bonus Zone 2 ist ein Spiel. Und wir sind im zweiten Level angekommen. Und wir spielen Bart. Yeah. Und er kann ein Salso. Und wir klettern direkt mal auf die Statue von Jebediah. Der Kopf von Jebediah. So, hier gibt es schon ein bisschen mehr zu erkunden als im ersten Level. Und hier ist der erste Gag schon mal. Ja. Ich habe schon vergessen, aus welcher Episode das kommt. Kurz mal gucken, wie viele gibt es denn hier? Es gibt hier nur 11 Gags, okay. Puh, soll ich direkt mit Milhouse sprechen? Ich weiß ja nicht,
Unser Auto steht übrigens da. Wie schon gesagt, dieser Honor-Roller. Roller. Oh, ich bin mir gerade unsicher. Mission oder spielen. Wir machen erstmal eine Mission. Ich muss das neue Spiel Bone Storm einfach haben, sonst bin ich so uncool wie Milhouse. Hey, das habe ich mitgekriegt, Bart. Hey, das ist es. Du solltest hier lieber verschwinden, Bart. Rektor Skinner ist auf der Suche nach jedem, der heute die Schule geschwänzt hat. Und wenn du erwischt wirst, wird man dich der Schule verweisen, Bart. Der Schule verweisen. Ja, Bart möchte unbedingt dieses Bone Storm haben. Er hat noch nichts mit der Haupt... Story zu tun. Nachsitzdefizitstörung. Geh zum Rektor Skinner aus dem Weg. Fahr zum Try and Save, ehe die Zeit abgelaufen ist. Bart Simpson stets zu Diensten. Steht zu Diensten, wie gesagt. So. Unser Roller, der ist schon ein bisschen schneller als die alte Familienkutsche. Und hier schon mal die erste Abkürzung, die man nicht übersehen kann. Ich kriege ich Bart. Genauso so. Wie ich Charlie in Vietnam gekriegt habe. Diesmal müssen wir die... Glaub ich schon. Oh Gott. Glaub ich nicht. Glaub ich schon. Müssen wir die Leiste da leer bekommen. Mit einem blitzschnellen Witz. Das soll ein blitzschneller Witz sein? Ich denke nicht. Fast Asphalt, ihr Asphaltfresser. Oh. Ich faile gerade. Das war echt klasse. Wir nehmen schon mal das Geld mit. Nein. Ich brenne jetzt schon fast. Nein. Okay, Leute. Das sieht nicht gut für uns aus. Ich hole mir die Heilung mal da. Da waren, glaube ich, zwei Wespenkameras. Müssten es gewesen sein. Oh nein, der nimmt Abkürzung. Dieser Rektor. Das wird nicht die erste Mission sein, die fail. So, rechtes Skinner haben wir jeden Moment mit Platz gemacht. Ja, 1 Minute 30 haben wir Zeit. Das müsste gut zu schaffen sein. So. Ja, das war cool. Pass auf, wo du fährst. Verrückt. Ich nehme jetzt schon aus Reflex die Abkürzung. Es tut mir leid. Wir werden hier alle normalen Wege noch abfahren. Ich glaube, an diesem Level werden wir ein bisschen länger hängen. Mit Kopf und Kragen nochmal davon gekommen. Sprich mit Jimbo. Zu spät, ihr Versager. Ich hab das letzte Spiel abgesahnt. Mit einem Vierfinger-Rabatt. Irgendeine verrückte Lady hat den Rest kaputt gemacht. Wann schnallen die es endlich? Videospiele bringen niemanden um. Sie töten nur ihre Gehirne. Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Gag. Der ist genau hier. Yay. Oh, da gibt es sogar recht viel Geld. So, zu Hermanns Waffenladen müssen wir fahren. Aber nein, danke. Ich werde hier erstmal ein bisschen wieder sammeln, wie ihr es schon im ersten Level gesehen habt. Ich kann mich erinnern, dass das damals der letzte Gag gewesen ist, den ich gefunden habe. Diesmal ist es der zweite Gag, den ich finde. Oder der dritte. Wurde doch gezählt, ne? Jetzt ist Bart-Time. Bart. So. Hier können wir rein. Da gehen wir auch mal kurz mal rein. Yay. Von außen sah das nicht so aus. War da vom Außenbus? Ich sehe ein helles Licht. Ja, du stirbst. Das ist schon der vierte Gag, wir finden gerade ganz gut welche. Hallo, Selma. Oder bist du Patty? Du bist Patty. Alles Roger in Kambodscha? Ich habe ein Hühnerauge so groß wie ein Kartoffelknödel. Ja, du bist Selma. Aber mit dir kann ich nicht reden. Der Bienenmann ist auch hier. Kaufen wir doch schon mal ein bisschen keine. Bart groß. Bart Football. Bart Ninja. Die sind sogar recht cooler, diese Klamotten. Besonders der Bart Ninja und der Football. Ich würde auch am liebsten den Ninja anziehen, aber ich spiele mit dem normalen Bart weiter. Damit das besser passt. Gesehen habt ihr sie? Und... Warte, wie viel Prozent haben wir schon?
Ich habe schon 20% des Lebens verwandelt, nur weil wir die Klamotten gekauft haben. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Gut. Hier möchte ich... Da schon die Bonusmission. Nein, die machen wir noch nicht. Die 15-Minuten-Grenze ist erreicht, aber ich sammle noch ein bisschen mit euch. Da oben war nichts, oder? Nö, hier oben war nichts. Dann fahre ich mit euch nochmal die Strecke zurück und diesmal richtig. Da war nur die Abkürzung. Da oben ist eine Karte, die hole ich mir dann. Ich muss wirklich alles erkunden. Weil man kann hier gut was übersehen, weil hier so viele Ecken sind. Hier war keine Vespa? Okay. Hyperantrieb auf Lichtgeschwindigkeit. Ihr habt's doch gehört, Lichtgeschwindigkeit. Das ist so cool. Miau, piu, piu, piu. Okay, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Oh, hier ist ein Kohleautomat. Da kann ich aber nicht hochfahren. Kick, kick. Bäh. Nur ein paar Münzen. Aber besser als keine. So, hier war nichts. Gut. Die Wespe holen wir uns. Wir müssen aber von da hinten anfangen. Erstmal hier durch. Wow, geil. Hier gibt es nichts. Aber hier. So, hier will ich hoch. Hier sehe ich eine Wespe, die ein bisschen höher fliegt. Pro Level werden die Wespen auch immer ein bisschen schwieriger und böser. Gibt es dieses Wort böser? Ich weiß es nicht. Oh shit. Ach komm. Der ist sofort wieder losgefahren. Hab keine Energie mehr. Brauch was Süßes. Ich kann die ganze Zeit auch auswendig. Ah. So. Komm her, Waggon. So, diesmal habe ich es geschafft. Schnell rüber. Miau. Double Jump. So, geschafft. Noch eine Wespenkamera. Und Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Und die nächste Sammelkarte. Mr. Honey Bunny. Ah, stimmt. Verdammt, ich wollte mir noch nach einem Level die ganzen Karten mit euch angucken. Habe ich jetzt vergessen. Man kann nämlich hier auf Karten anzeigen und dann noch eine Geschichte dazu lesen. Und dann sieht man auch aus, welcher Episode es ist. Episode Staffel 7, Episode 7. Bart köpft Oberhaupt, weil er einige ältere Jungs beeindrucken will, sagt Bart den Kopf. Sägt Bart den Kopf der Statue des Stadtgründers ab. Müde. Das wollte ich eigentlich vorlesen, Mann. Hab's vergessen. Tut mir leid. Eigentlich müsste ich den Part beenden. Aber ich finde das gerade so unpraktisch hier. Okay, mit dieser Musik verabschiede ich mich hier und stelle mich hier in die Ecke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.